Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge House Flipper. Heute schauen wir uns das Luxury DLC an. Und die erste Aufgabe heißt Schiff Ahoy. Jimmy nutzte die Abwesenheit seines Vaters und organisierte eine riesige Party auf der Familienjacht. Die hat dumm gelaufen wahrscheinlich. Er und seine Freunde hatten eine tolle Zeit, was man auch an dem Chaos sehen kann, das sie hinterlassen haben. Nun braucht der Partylöwe eine fähige Reinigungskraft, bevor sein Vater zurück ist. Glücklicherweise geht seine Welttournee noch eine Woche weiter. Okay, also wenn wir eine Woche brauchen, um das Schiff aufzuräumen, dann habt ihr ziemlich verkackt, Jungs. Okay, aber akzeptieren wir die Quest mal. Ba, 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 ba. Ba, 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 bam. Boah, ist das lang her mit House Flipper? Ich habe mich ja so in Sims 4 verloren. Mit dem Räume gestalten, Häuser bauen, dekorieren. Behold, my yacht. Technically my father's, but let's be honest, it's almost mine at this point. Last night I invited some friends over. The party was epic. I'm quite popular, you see. We had a blast. At least the parts I remember. Wait a sec. I've got a message. Told you I'm... Oh no! My dad is coming back earlier! All this mess, he cannot see any of it. Everything has to be cleaned as if nothing had happened here. No, no, no! My dad's records! They should be on the wall! You need to find them. They must be somewhere around here. Oh god, dad is gonna be so pissed! I don't want to get in trouble. I know you can save my skin. Please. I'll pay you a little extra if you do help me. You will help me, right? Ah. Ich könnte mir ja Schöneres vorstellen als die Putze eines kleinen Versnobten. Ich weiß nicht. Neureich geboren zu sein, aber hey. Okay, Budget für den Auftrag. Kunden auf Moonways Bay haben zwar mehr als genug Geld, doch auch sie müssen auf ihre Ausgaben achten. Darum geben sie dir ein bestimmtes Budget für die Renovierung ihrer Häuser. Ja gut, das kennt man ja schon. Okay, also wir räumen auf. Aber eine schöne Yacht habt ihr. Ich hatte ja schon gehofft, dass wir eher ein bisschen renovieren und nicht nur aufräumen. Wie kam ich ins Rad? So, Rechtsklick, okay. Okay, erstmal alles. Okay, die Gläser und Flaschen darf ich gar nicht verkaufen? Die soll ich dann irgendwie einfach nur anders platzieren? Also ihr habt es auch ganz schön, wenn das alles von einer Nacht ist, habt ihr es ganz schön übertrieben. Mit der Feier, ganz ehrlich. Muss ich auch noch irgendwo welche Koma-Leichen verschwinden lassen? Weil ihr euch ins Koma gesoffen habt. So viel Müll kann doch niemals in einer Nacht entstehen. Aber hey, wir bekommen einen Bonus, wenn wir aufräumen. Wir dürfen nicht zimperlich sein, was Aufträge angeht. Ich glaube, man muss sich halt von unten nach oben irgendwie arbeiten. Nicht hochschlafen. Das ist unmoralisch. Okay, die Teller sollen wir auch nicht verkaufen. Aber die Becher können wir verkaufen. Okay, es wird auf keinen Fall auffallen, dass der Kühlschrank weg ist und ein neuer steht wahrscheinlich später. Was habt ihr denn hier getrieben? Warum ist der Kühlschrank kaputt?
Ja, wir entsorgen erstmal den groben Müll. Habt ihr die Reling auch total versaut? Natürlich habt ihr das. Und ein schönes Boot. Ich habe ja als Kind immer von einem Hausboot geträumt. Weniger groß. Aber an sich fand ich die Idee von einem Hausboot immer ganz cool. Das Ding ist, es gibt in Deutschland noch gar nicht so viele Stellplätze für Hausboote. Ich glaube, am Bodensee. Und irgendwo in Berlin. Tatsächlich. So ganz spontan wüsste ich nicht, dass noch woanders welche wären. Nun, und dann ist da natürlich der Preis für so ein Hausboot. Selbst für ein kleines. Dass du sicher schon mal 70.000, 80.000 Euro zahlen. Weiß ich natürlich auch nicht, ob da noch. Es gibt bestimmt auch laufende Kosten beim Hausboot, wie Instandhaltung. Aber da kenne ich mich tatsächlich noch gar nicht aus. Habe ich doch richtig gesehen, dass hier was Rotes liegt? Genau, sonst müssen wir hier nur noch wischen. Die Pizza auf dem Bett hat mich gerade so gekillt. Wer schmeißt denn eine Pizza ohne Teller aufs Bett? Und darum musste ich mir gerade das Lachen so verkneifen. Und ich glaube, ich habe die Platten deines Papas gefunden. Unter dem BH deiner Mama. Okay, das geht nur dahin. Und da ist die andere Platte. Ich schätze mal nicht, dass ich... Wow. Ihr habt echt das Gemälde einfach angesprüht. Nun. Lass mich raten, die soll so ein bisschen schräg sein. Wie die anderen halt auch. Das ist ein bisschen zu schräg. Egal. Daddy wird einfach nur denken, oh, die habe ich ein bisschen schief aufgehangen. Hoffentlich. Den Pokal kann man einfach wieder hinstellen. Kein Thema. Als ob dem Vater nicht auffallen wäre, dass hier alles krumm und schief ist, anders als bevor er gegangen ist. Und auch nicht unbedingt realistisch, dass Gemälde einfach so sauber gewischt werden können, wenn sie angesprüht wurden, aber hey. Alles gut. Das war gar kein Rahmen von den Platten. Das war einfach nur dreckig. Upsi. Nun. Ich verkaufe die Wäsche einfach auf eBay. Wird die garantiert gekauft und ich verdiene noch was nebenbei. Ich meine, wer die da halt einfach liegen lassen, wird sie auch nicht vermissen.
Das ist ein Spiegel. Wow. Ich dachte gerade, hä? Ist das ein Grafikbug, dass es da hinten so verschwommen wird? Nein, es ist einfach ein Spiegel. Cool, so ein Fitnessstudio. Hätte ich irgendwie auch gern. Aber ich glaube, ich würde es einfach viel zu selten auch benutzen. Auch wenn ich mir immer wieder denke, du solltest mal wieder Sport machen. Und dann am Ende tue ich es doch nicht. Es läuft doch irgendwie immer so. Die Liegen sauber machen, dann den Schrank dorthin stellen, wo er wohl stehen sollte. Schrank, Tisch. Ich hoffe, der ist nur gekippt. Keine Ahnung, wie er vorher stand. Und wo ist der zweite für da drüben? Diese Asymmetrie gefällt mir nicht. Und ich hoffe, dass der Junge dann auch mal selbst drüber geht und alles so ein bisschen platziert, wie es tatsächlich stehen sollte. Und nicht von uns erwartet, dass wir wissen, wie es stehen sollte. Teller kann man einfach stehen lassen, hoffentlich. Ich meine, dass der Junge Geschirr verbrauchen wird, wird dem Vater hoffentlich klar sein. Und er wird sich hoffentlich nicht so anstellen. Nur den Besen wollte ich. Wenn das so einfach ginge, einfach drüber wischen und schwupp ist das Sofa, sind die ganzen Garnituren sauber, das wäre schon Luxus. Ich mag die Musik übrigens echt sehr. Schätze mal, die standen so gegenüber vom Sofa, so in einer Dreierlinie. Hier muss ich saugen. Oder auch nicht. Okay, hier musste ich gar nicht saugen. Ich dachte, es wären die üblichen Glassplitter, die auch erscheinen anstatt der Schaben. Aber offenbar waren es einfach nur irgendwelche Glassplitter. Wo die Gläser hin sollen, verstehe ich noch nicht so richtig. Kann ich die einfach in die Spüle stellen? Ja, euer Junge hat ein bisschen Party gemacht, aber es ist zumindest ordentlich danach. Ganz ehrlich, der Vater geht doch bestimmt davon aus, dass der Junge sowieso umgefeiert hat. Welches Elternteil würde das eigentlich nicht denken? Dass wenn er den Kleinen auf der Yacht zurücklässt, er die nicht zerlegt. Oder zumindest Party darauf feiert. Durfte ich nicht verkaufen. Genau. Irgendwie gehörst du wohl hierher. Das sieht aus wie Blutflecken. Gehen wir einfach mal davon aus, es sind Weinflecken. Genau, hier fehlt jetzt der kleine Glaskühlschrank und der Ofen, den sie irgendwie zerlegt haben. Fragt mich nicht wie. Ich hoffe, die Sachen standen da auch vorher so.
gesagt. Ich hoffe, Junge, leg noch mal kurz Hand an. Bevor Papa nach Hause kommt. Und zu gucken, ob die Sachen so auch wirklich richtig stehen. Den Tisch müssen wir noch mal richtig stellen. Ja, die Stühle können so bleiben. Oh no. What have they done to my father's anchor? Das weiß ich nicht, das sind deine Freunde. Wieso hast du deine Freunde nicht unter Kontrolle? Warum sind die so dumm und zerstören die Sachen deiner Eltern? Erklär mir das mal. Restaurieren? Man kann die Sachen restaurieren. Habe ich das? Wähle den Bereich des Möbelstücks an, den du arbeiten möchtest. Bei einer Restaurierung muss man zuerst die Oberfläche reinigen. Jedes Material benötigt ein bestimmtes Werkzeug. Okay. Cool, dass das jetzt geht. Das ist neu. Ja, ja. Dad cannot notice any trace of those damages, or I'm a goner. Achso, ich kann das auch so drehen. Cool. Ja, ganz ehrlich, was sind das für Freunde, die auch auf dein Boot kommen und erstmal alles zerlegen und die wissen doch genau, dass du voll Stress bekommen wirst. Weil es nun mal nicht dir gehört und sie zerstören es einfach. Und Kuh ist Möbel wenden. Okay, cool. Ich hoffe, ich kann da nicht zu viel abschleifen, aber es wirkt jetzt erstmal nicht so. Wait, what happened to the color? Kriegst du das hin? Make it look, you know, finished? Ja, sag du mir mal, welche Farbe das Ding vorher hatte. Nachdem du die Oberfläche des Möbelstücks vorbereitet hast, musst du die Behandlung wählen. Die Möglichkeiten hängen vom Baumaterial ab. Weizen und versiegeln? Lackieren. Weizen und versiegeln wäre doch eigentlich richtig. Aber nach was denn? Ja, nimm die Farbe. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie der Anker vorher aussah. Bevor deine Freunde da irgendwie dran waren. Aber versiegeln kam mir irgendwie richtiger vor. Denn die sind auf Wasser, da müssen Möbelstücke schon versiegelt werden, glaube ich. Sonst werden die, gehen die kaputt. So, und dich muss ich auch noch reinigen, separat. Ich find's cool, dass man Sachen restaurieren kann. Und offenbar dann auch so streichen, wie man es gern möchte. Wurde verwendet. Drehen. Und fertig. That was close. Looks like new to me now, and my eyesight is way better than my dad's. Thank you. Okay, ich hoffe, die Farben sind richtig. Sieht irgendwie nicht so richtig aus, aber egal. Geschafft, drücke und verlassen. Der Anker soll hier hin, irgendwie, schätze ich. Junge, du machst das schon. Ich meine, du kannst mir nicht sagen, restauriert. Oh mein Gott. Auch so ein Ding. Wie kann man denn einfach in die Schlafzimmer anderer Leute gehen und die so hinterlassen?
mal von dem so hinterlassen abgesehen, überhaupt in die Schlafzimmer anderer Leute einfach reinzugehen, um dort zu feiern, finde ich schon seltsam. Ich weiß nicht. Aber sieht man halt auch voll oft in amerikanischen Spielen und Serien, dass die einfach im Schlafzimmer rumhängen. Und ich frag mich jedes Mal, hä? Ich käme halt nie dazu, das zu machen. Wo ist denn jetzt die Lampe hin? Die Lampe ist weg. Welchen Gegenstand soll ich denn noch verkaufen? Die Lampe auf jeden Fall nicht. Generell von hier nichts. Den komischen Kram da an der Wand. Das war mal ein Spiegel. Da fällt Papi gar nicht auf, wenn ein Spiegel weniger da hängt. Machen wir das Bett. Und wenn die Lampe fehlt, aus welchem Grund auch immer, weil es verbuggt ist. Ich meine, ich wollte ja nur den Schrank woanders platzieren. Beziehungsweise ich wollte eigentlich die Lampe in die Hand nehmen und dann habe ich aus Versehen den Schrank in die Hand genommen. Okay, zumindest das. Das saß vorher schon nicht ganz symmetrisch, ne? Das guckt, muss so ein bisschen über den Rand rausgucken. Vielleicht ist es einfach die Mentalität in den USA. Vielleicht gibt es da dieses... Aber das ist das Schlafzimmer und da geht man nicht rein, Ding nicht. So wie in Deutschland. In anderen Spielen ist es auch so wie bei Hausparty. Dann hängen die auch in irgendwelchen Schlafzimmern ab. Und vögeln da ohne Scham rum. Und ich käme auf so eine Idee nie. Und ich glaube auch kein anderer, den ich hier in Deutschland kenne, käme irgendwie auf die Idee, dass das in Ordnung ist. Hier ist alles sauber. Aber irgendwas scheint noch zu fehlen. Hier ist alles auch sauber. Die Räume hier unten sind fertig. Die Räume hier waren eigentlich auch fertig. Kann es ja nur noch an Deck sein. Das Cockpit. Der vordere Bereich. Ach, das Deck. Ich war noch nicht an Deck. Ganz oben, wow. Okay, gut. Rätsel wurde gelöst. Es gibt noch eine erste Etage. Den Bereich finde ich am coolsten tatsächlich. Einfach chill lounge rumsitzen, alles beobachten, aufs Meer gucken. Immerhin haben sie hier nichts kaputt gemacht.
Irgendwas muss ich noch verkaufen. Fragen wir uns einfach nicht, was diese lilanen Substanzen sind und die roten. Bei den roten, sag ich, sind Rotweinflecken. Bei den lilanen, keine Ahnung. Die haben offenbar einfach... Sind das Grüne? Die haben einfach offenbar irgendwie Bodypainting betrieben. Und sich dann auf den Möbeln gewälzt. So, bin ich fertig? Ich würde halt eigentlich davon ausgehen. Was passiert eigentlich, wenn hier oben jemand steuert, aber unten jemand steuert? Stellt euch mal vor, oben steuert einer nach links, hier unten steuert einer nach rechts oder so. Oben steht jemand, der steuert und er weiß nicht, dass unten auch jemand steuert. Und denkt sich die ganze Zeit, was passiert hier? Was mache ich falsch? Sehr cool. Ganz ehrlich, das ist doch mal einfach nur Luxus. Ach, Hausboote. Schön. Und bei einer Apokalypse der sichere Hafen eigentlich. Weil die meisten Zombies nicht schwimmen können. Ach, geil. Mit dem Palm da im Hintergrund. Schön. Upsi. So, ich glaube, ich bin fertig. Ich hoffe, es wird sich lohnen, was du für mich hast, Junge. %? Was? Was fehlt denn noch? Also das Cockpit ist fertig. Oh, ich wollte nicht M drücken. Ich wollte zu den Aufgaben. Badezimmer habe ich. Das Badezimmer habe ich. Yacht-Cockpit habe ich. Da steht halt überall, dass ich 100% habe. Fragt mich nicht. Vielleicht habe ich irgendeinen Raum noch übersehen. Boah, das ist verbuggt wegen der einen Lampe. Es kann ja nicht einfach irgendwo noch ein Zimmer sein. Das man noch nie gesehen hat. Die beiden Schlafzimmer hatte ich mit den angrenzenden Badezimmern. In dem Schlafzimmer ist alles fertig. Das Badezimmer ist auch noch ganz. Hier scheint alles in Ordnung zu sein, dann weiß ich nicht, was fehlt, der 1%. Dann werden wir wohl mit 99% abschließen müssen. Wirklich nicht, was fehlt. Wenn überall 100% steht, beenden wir den Auftrag dennoch an dieser Stelle. Weil ich einfach nicht weiß, was noch fehlt. Ich meine, in jedem Zimmer stand 100%. Na, schön. Die Sitzlounge.
Schade, dass wir nicht erfahren, wie sein Vater reagiert hat, als er zurückkam. Ob er zufrieden war. Oder ob es ihm sofort aufgefallen ist, dass was anders war. Neues Haus freigeschaltet. Erledige alle Jobs, um neue käufliche und renovierbare Häuser freizuschalten. Schau auf deinem Laptop im Büro, um zu sehen, welche Häuser gekauft werden können. Was? Zeig ich mal her, was ich da kaufen kann. Kann ich jetzt echt eine Yacht kaufen? Zack, 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 zack. Cool, wir könnten uns eine Yacht einrichten. Übrigens, im letzten Update, dem Halloween-Update, kam dieses schöne Zimmer dazu. Zimmer 404 heißt es hier. Ich glaube, es ist in Wirklichkeit bei Silent Hill 4 Zimmer 304. Oh ja, cool eigentlich. So, das Silent Hill Zimmer einrichten zu können. Nun, ich würde mal sagen, das haben wir heute gut gemacht. Ich bin zufrieden. Auch wenn mich immer interessiert, wenn so ein Prozent fehlt, was da nun schiefgelaufen ist. Denn angeblich haben wir ja alle Aufgaben erfüllt. Nun ja, egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.